www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. Dann möchte ich euch heute in kleiner Runde zur Spieltagspressekonferenz hier im GOP Varieté in Hannover begrüßen. Es geht um den 26. Spieltag der Toyota Handball Bundesliga. TBV Lemgo gegen die TSV Hannover Burgdorf. Ja, wir haben bisher bereits zwei Spiele gegen die Lemgoer gemacht. Ein 28:25 Pokalsieg in Peine und die 26:31 Niederlage ein paar Tage später in der AWD Hall. Lemgo nimmt zurzeit den 9. Platz aus mit 25:23, aber noch in Reichweite zu den Europapokalplätzen. Und haben natürlich mit Martin Galia und Carsten Lichtlein starke Keeper in ihren Reihen und so einige deutsche Nationalspieler, die natürlich hinlänglich bekannt sind, wie Holger Glandorf, Sebastian Preis etc. Ja, der Torschütze vom Dienst bisher ist Rolf Herrmann und ihm folgt der Schweizer Manuel Liniger. Ja, Christopher, hat der Sieg gegen Friesenheim so viel Auftrieb gegeben, dass wir vielleicht gegen Lemgo eine Überraschung schaffen können? Ich denke, muss den Sieg gegen Friesenheim richtig einordnen und auch unsere Leistungsfähigkeit. Ich denke, es müsste schon ganz viel zusammenpassen, damit wir in Lemgo punkten können. Das ist eine Mannschaft, die auch nicht dahin gehört, wo sie im Augenblick steht, auf den, glaube ich, 9. Tabellenplatz. Mhm. Und die gehören halt weiter nach vorne und letztendlich ist es für eine Mannschaft wie uns, die auch sicherlich weiter nach vorne gehört, trotzdem eine ganz schwere Aufgabe, in Lemgo zu bestehen. Mhm. Unsere Abwehr, für mich eine sehr starke kämpferische Leistung hinten und wirklich Stabilität, gerade in der zweiten Halbzeit gegen Friesenheim erreicht. Für mich Gustav Rüdergaard als Rückkehrer sehr stark und aber auch der junge Janis Fautek, der wirklich eine gute Leistung geboten hat, meiner Meinung nach. Wie siehst du das? Wird die Abwehr auch gegen Lemgo wieder offensiv ausgerichtet sein? Denn gerade, wie ich schon sagte, mit Rolf Herrmann, Holger Glandorf sind ja auch doch starke Rückraumspieler auch bei den Lemgoer vorhanden. Ja, also vom System her werden wir sicherlich wieder mit einer 6-0-Abwehr agieren. Die wird dann je nach Stärke der Angriffsspieler offensiv oder defensiv ausgerichtet. Das entwickelt sich auch manchmal im Spiel, je nachdem, wo die Stärken am Spieltag dann jeweils sind. Ja, ich fand eigentlich die Deckungsleistung auch in der ersten Halbzeit schon gut. Da haben wir sicherlich uns keinen Vorsprung rausspielen können, weil wir im Angriff zu viele Tempo-Gegenstöße zugelassen haben, weil wir einfach nicht gut abgeschlossen haben. Da war die Abwehr aber eingebunden in Form schon sehr gut. Und in der zweiten Halbzeit haben wir halt noch einen Tuck Aggressivität draufgelegt. Und das hat dann am Ende dazu geführt, glaube ich, dass wir einen verdienten Sieg erreicht haben. Gegen Lemgo ist es natürlich schwieriger, weil sicherlich das spielerische Potenzial der Lemgo noch größer ist. Wird also nicht ganz so einfach werden, so aggressiv zu sein, weil man auch in die Zweikämpfe kommen muss. Und Spieler von der Qualität, wie Lemgo sie hat, können das natürlich früher erkennen. Aber unsere Hoffnung ist das auch, dass wir wieder in solche Situationen kommen, denn darüber entsteht ja auch die Begeisterung, die uns letztendlich am Samstag zum Sieg geführt hat. Ja, kommen wir gleich, wenn du sagst Begeisterung, kommen wir gleich zur Begeisterung. Die Stimmung in der Mannschaft ist, denke ich, gut, wirst mir das möglicherweise bestätigen. Aber wie sieht es mit den Verletzten aus? Sind im Spiel irgendwelche Verletzungen aufgetreten oder sind alle fit für morgen? Ja, das ist erstmal zur Stimmung. Ich glaube, die Stimmung in der Halle war am Samstag begeisternd. Nicht nur von der Mannschaft, sondern auch von den gesamten Zuschauern. Das war also, glaube ich, eine tolle Veranstaltung, dass wir am Ende gewonnen haben. Hat uns aber auch noch viel Auftrieb gegeben, weil man natürlich nach zwei Niederlagen immer unsicher ist. Und in den Niederlagen, die vorher gewesen sind, spielen da ja auch mit rein. Ich glaube, am Samstag hat niemand eine Verletzung verspürt.
Und bisher haben wir bis auf Alves Jurc, der gar nicht gespielt hat, aber trotzdem noch ein bisschen laboriert an seiner Verletzung, keine größeren Wehwehchen zu beklagen. Gut, Nikola Katsigiannis kann noch nicht spielen. Der wird erst im Laufe der Woche jetzt wieder ins Training einsteigen. Ansonsten setze ich auf den Kader vom Samstag. Ja, prima. Dann möchte ich euch drei bitten, Fragen zu stellen, falls Fragen da sind. Das ist ja gerade ein bisschen unruhig in Ostwestfalen. Ist das für euch eine Chance, die Kameraden dort mal ein bisschen umzuschubsen vielleicht morgen? Ich hätte es eigentlich lieber, wenn es in Lemgo so laufen würde, wie es Standard wäre. Dann ist die Gefahr, dass Lemgo vielleicht uns etwas unterschätzt, größer. In der Situation, in der sie jetzt sich befinden, ist natürlich der Blick auf die Mannschaft gerichtet. Und die werden morgen sicherlich versuchen zu zeigen, dass sie in keinster Weise irgendwie eine Leistung nachlassen, sondern versuchen werden, das Spiel möglichst deutlich zu gewinnen. Das ist, denke ich, für uns eher eine schwierige Situation als Außenseiter. Es ist eher schöner, wenn es nicht rumort beim Gegner. Wenn du nochmal auf Samstag zurückblickst, welche Erkenntnisse nimmst du für morgen mit oder nehmt ihr für morgen mit und für die nächsten Spiele? Holger hat es ja auch schon ein bisschen angedeutet, so gerade Abwehrverhalten war ja teilweise sehr, sehr gut, erwartungsgemäß, sage ich mal, mit dem Rückkehrer. Aber was hat dieses Spiel noch gebracht, vielleicht für morgen? Ja, wir haben eigentlich, glaube ich, in dem Spiel festgestellt, dass wir sehr viele Qualitäten gemeinsam in die Waagschale werfen können. Denn wir haben ja gesehen, wir haben mit unterschiedlichen Abwehrformationen gespielt, aber alle haben funktioniert. Wir haben, glaube ich, uns auch zusammengerauft in Krisensituationen. Also wir hatten auch da Minuten, wo wir nicht gut Angriff gespielt haben und wo die Mannschaft dann doch gemeinsam rausgekommen ist und nicht zusammengefallen ist, wie es vielleicht vorher manchmal der Fall gewesen ist. Und wir haben natürlich andererseits auch gesehen, dass wir noch große Probleme im konstruktiven Spiel haben. Das heißt, unser Angriffsspiel ist noch zu sehr individualisiert. Wir müssen uns da stetig verbessern. Ob das bis morgen schon so gut klappt, wie ich mir das vorstelle, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber ich denke, dass wir dieses Spiel nehmen müssen, um uns da weiterzuentwickeln. Und da habe ich gute Ansätze gesehen. Wir haben auch viel mit Video gearbeitet aus dem letzten Spiel, jetzt in den letzten beiden Tagen. Und werden da morgen hoffentlich schon erste Früchte ernten können. Wird Alves Jurc morgen eventuell spielen? Nein. Also der fällt auch noch länger aus jetzt? Morgen auf jeden Fall. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen mehr gibt. Noch kurz die Information, gerade auch für die zweite Welle-Hörer, dass Dirk Beuchler also bei Lemgo unterschrieben hat. Heute Morgen war die Pressekonferenz und die besagt, dass Dirk Beuchler aber erst am Ende der Saison bzw. zur neuen Saison dann Trainer da sein wird und Volker Mudrow noch Trainer bleibt in Lemgo. Das nur eine kurze Information. Ja, dann möchte ich die Spieltagspressekonferenz für heute beenden und wünsche euch alles Gute und eine Tour in die Redaktionen. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.